Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. In Reihen von SPD und Grünen gibt es weiter Kritik am geplanten Verkauf der Hanauer Plutoniumanlage an China. Man könne nicht im Inland aus der Atomenergie aussteigen und sie zugleich im Ausland fördern, so der saarländische SPD-Vorsitzende Maas zur Saarbrücker Zeitung. Bundeskanzler Schröder verteidigte auf dem Rückflug aus Kasachstan seine Unterstützung des Exportvorhabens. Noch vor der Landung in Berlin wies der Kanzler die zunehmende Zahl seiner Kritiker in die Schranken, die die Hanauer Atomfabrik für waffenfähig halten. Vor allem seinem Umweltminister Trittin hielt er entgegen: Das ist keine waffenfähige Anlage. Das Unternehmen, dem diese Fabrik gehört, will liefern. Nach geltendem Recht darf sie liefern. Ob das dem einen oder anderen gefällt, ist nicht wichtig. Nicht nur diese Greenpeace-Demonstranten in Hanau wollen das Kanzlerwort nicht hinnehmen. In der grünen Bundestagsfraktion wächst der Widerstand erheblich. Und wir wollen mit dieser politischen Debatte natürlich auch diesen Deal möglichst verhindern. Ich halte ihn einfach für zu gefährlich und ich mag da nicht klein beigeben. Das ist schon problematisch. So kann man in der Koalition nicht miteinander umgehen. Scharfe Verärgerung bei den Grünen auch über den eigenen Außenminister, der nicht informiert habe. Joschka Fischer ist selber gegen Atomenergie, hat das auch bewiesen durch seine politische Biografie. Aber in dieser Angelegenheit würden wir uns in der Tat etwas mehr Engagement wünschen als Fraktion. In Schröders eigenem Lager werden die Töne ebenfalls härter. Auch die SPD-Fraktion wurde nicht vorab informiert. Aus meiner Sicht muss es hierfür eine politische Ausfuhrgenehmigung geben. Und ich denke, man muss sie verweigern. Also wir sind auch überrascht worden von der Frage. Über die Hanau-Proteste hinaus droht neuer Ärger. Noch vor Weihnachten wird die Bundesregierung über die staatliche Bürgschaft für eine Siemens-Lieferung für ein Atomkraftwerk in Finnland entscheiden. Die Grünen verlangen bereits ein Koalitionsgespräch über die Atomgeschäfte. Es beginnt zu kriseln im Regierungslager und die Aussichten bei Rot-Grün auf eine ruhige Weihnachtszeit sinken. In Frankfurt am Main sind die Qualifikationsgruppen für die Endrunde zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland ausgelöst worden. Die von einer großen Show begleitete Zeremonie wurde in mehr als 100 Ländern übertragen. Organisationschef Beckenbauer bezeichnete das Spektakel als erste große Herausforderung auf dem Weg zur WM. Diese erste große Herausforderung auf dem Weg zur Endrunde 2006 hat der deutsche Fußball bestanden. Nach Tagen mit wichtigen Entscheidungen wie den Fragen der Eintrittspreise und des Spielplanes für die 12 WM-Stadien funktionierte auch die Auslosung der Qualifikationsgruppen in der Frankfurter Festhalle ohne Patzer. Die Deutschen sind perfekte Organisatoren. Großes Kompliment an die, vor allen Dingen an Franz Beckenbauer. Allerdings auch an die FIFA. Und wir wissen, wenn wir 2006 nach Deutschland vielleicht kommen, dass wir hier ein perfektes Turnier erwarten. Perfekt auch der Auftritt von Musikstar Herbert Grönemeyer, der zusammen mit dem weltbesten Schiedsrichter Pierluigi Collina und dem sechsfachen Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher die Qualifikationsgruppe in Europa auslöste. Fußballfan Schumacher zog auch das nicht unproblematische Aufeinandertreffen der Türkei und Griechenland in der Gruppe 2. Ja, man muss ja das nehmen, was kommt. Man kann zufrieden sein. Wir haben Dänemark in die Türkei, ja, die Griechen gegen die Türken. Das ist immer ein besonderes Spiel. Keine Lose zu ziehen brauchte Pelé, der weltbeste Fußballer aller Zeiten. Denn die Südamerikaner spielen bereits ihre Qualifikation. Und Novum, Brasilien, der Weltmeister, muss sich ebenfalls noch qualifizieren. Franz Beckenbauer und sein Fazit. Ich habe mich vorhin schon bei allen bedankt, die mitgewirkt haben, dass diese Woche so angenehm und reibungslos wie möglich über die Bühne gegangen ist. Und das ist sie. Die Welt freut sich auf 2006. Johannes Heesters feiert heute seinen 100. Geburtstag. Er ist der älteste aktive Schauspieler der Welt. Seine Karriere begann der Film- und Operettenstar im Berlin der 30er Jahre. Umstritten ist seine Rolle während der Nazi-Zeit. Generationen seiner Fans gilt er als Inbegriff des Charmeurs. Ein bisschen Ruhe hätte man Johannes Heesters heute schon gegönnt. Stattdessen flog er nach Freiburg, wo er morgen in Wetten, dass auftritt. Vor 5 Jahren hatte er dort zugesagt, zum 100. wiederzukommen. Versprochen ist versprochen, auch wenn so ein runder Geburtstag mit viel Stress verbunden ist. Es war anstrengend, aber wir haben viel mitgemacht. In einer Woche waren wir auf 3 große Vorstellungen in Wien und in
Jetzt in Starnberg das große Fest und jetzt hier. Und in Starnberg und jetzt hier. Aber es genügt, es ist schön. Mit dem Bettelstudenten und Lehas lustiger Witwe beginnt in den 30er Jahren Johannes Hesters Karriere. 1600 Mal spielt er den Grafen Danilo, seine Paraderolle. Bekannt wird der gebürtige Holländer vor allem in Filmen, oft an der Seite von Marika Röck. Meistens gibt er den Charmeur und Frauenschwarm. Auch im hohen Alter steht er auf der Bühne. Von Ruhestand will Johannes Hesters nichts wissen. Das Theater ist sein Leben und das gilt noch immer. Stundenuhr. Haben Sie noch Lust? Ich? Ja, das ist mein Beruf. Lust haben. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 6. Dezember.